Und willkommen zurück zu Icewind Dale. Mal schauen, was uns auf der Begräbnisinsel hier erwartet. Erstmal Feinde. Einmal bitte zurückgehen. Kommt er jetzt? Wir zaubern mal eben erstmal Unterstützung. Man weiß ja nie, was kommt. Du machst das bitte einmal. Dein Schild. Und dann deine Spiegelbilder. Und dann machen wir noch eben Hast. Und dann sollten wir fast schon in der Lage sein, da oben mal zu gucken, was da kommt. Ich meine, hier waren die nämlich alle relativ stark. So, da ist ein Feind, der kommt jetzt auch auf uns zu. Dann attackiert ihn. Ja, da kommen nämlich mehr, wusste ich es doch. Da kommt noch was. Da einmal lang. Da zaubert irgendwas. Da zaubert irgendwas, was gefällt mir nicht. Das sind Untote, also Zaubersteine. Und einmal ein Flammenschlag da oben rein. Ja, Bombardierkäfer schwer verwundet. Bombardierkäfer tot, das interessiert mich nicht. Zombie tot. Da, Flammenschlag hat getroffen. So, jetzt sind sie alle näher gekommen. Du machst nochmal Zaubersteine darauf. Du darfst auch nochmal zaubern. Und zwar sengende Sonne. Du machst bitte... ein bisschen Fleisch zu schneiden. Probieren wir damit. Vielleicht haben wir ja Glück. Ach, wir haben unseren Bogenschützen noch nicht. Hat der ohne Wirkung. Okay. Dann Auflösung. Du hast wieder keinen Gegner. Ach, Beltnis brennendes Blut. Ich habe das falsche. Oh. Ich hab den falschen Zauber. Ich muss einen hier zur Seite. Oh, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Jetzt habe ich einen Zauber verschwendet, weil das brennende Blut bringt ja nichts bei Untoten. Und. Da liegt mir genau. Das ist schade. Ja, das ist ohne Wirkung. Ja, was will man machen? Kann sich ja vergessen. Wie gesagt, ich hatte gedacht, ich hätte einen anderen Zauber gewirkt. Aber was will man machen? So, dann nochmal eben hier die Zaubersteine. Du darfst nochmal dein Sonnenfeuer wirken und du machst nochmal eben magische Geschosse und dann rasten wir nochmal eine Runde. So, alle auf ihn. Und du machst jetzt nochmal magisches Geschoss. Und dann sollte das mich eigentlich schon fast erledigt. Jo, da sind sie erledigt. Was haben wir denn hier so Feines? Wolfspelz. Kaput. 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 Das ist ja alles kaputt. Gut, Quicksave. Rasten. Feind gesichtet, was bist du? Ertrunkener Toter. Was seid ihr? Und sie hat euch nicht. Seid ihr böse? Tut ihr weh? Nein. Auf den. Und du. Leicht verletzt. Ah ja. So, ihr beiden jetzt auf den. So, wollen wir mal gucken, ob die... was die so aushalten. Du auf den noch mit. So, ich verteile so ein bisschen die Zauber mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr böse seid. Ich probiere es einfach mal. Oh, hauer, 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 ha. Haben die einen Zug drauf. Nee, geht mal weg. Geht mal weg.
So, du heilst. Da kommt. Nee. Moment. Er braucht erstmal eine Komplettheilung. Du haust nochmal einen Sonnenstrahl. Einer ist, glaube ich, schon hinüber. Auch nochmal magisches Geschoss. Schwer verletzt. Leicht verletzt. Unverletzt sogar noch. Nö. Nö, das laden wir. Ach Quatsch, nicht ausruhen. Das laden wir. Das ist. Das bringt. Die sind. Das war zu. Zu hart. Quick save. Ja, nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Grabgruftschrecken. Mal gucken. Die könnten wir theoretisch schaffen. Alleine schon durch. Untote vertreiben. So. Die Kamera hat auch ordentlich was, kriegt auch ordentlich was ab. Wieso? Was? Ach nee, komm, das laden wir hier wieder. Das laden wir wieder. Das ist doch. Wieso funktioniert dann das nicht so, wie es soll? Ach, das ist auch wieder ein bisschen. So, ich möchte vernünftig rasten. So möchte ich das haben. Jetzt machen wir nochmal einen Quick Save. Sehr schön. Jetzt ist es zwar dunkel gerade, aber das ist mir egal. Wir haben hier. Oh, hier ist ein Gang runter. Da geht's weiter. Das ignorieren wir also noch am Anfang. Weil ich weiß, dass sich alles hinterher. Also, dass es unterirdisch weitergehen wird. Das weiß ich noch. Beziehungsweise, soweit hatte ich schon die Informationen bekommen, weil ich dieses Add-on, ich muss zu meiner Schande gestehen, nie ganz durchgespielt habe. Stopp, wir bleiben mal eben hier stehen, wir lassen ihn herkommen. Wie das schnell. Da sind noch mehr von der Sorte. Dann beschleunigen wir mal wieder. Ja, du bist noch drauf. Du rufst die Feuerkäfer. Hier bin ich. Untote. Und ihr klopft weiter drauf. So, jetzt sind wir beschleunigt. Dann kann ich ja hier einen Flammenpfeil. So, das ist das erste. Du machst Untote vertreiben. Und du wirfst. Da das. Dass wir erstmal den Schamanen wegbekommen und das brennende Blut. Bei ihm wirkt es ja wenigstens. So. Bombardierkäfer ist schwer verletzt. Das ist okay. Nein, stopp, 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 stopp. Ihr, achso, er ist. So, wir gehen mal wieder zurück hier. Du. Was machst du? Du machst da. Der ist noch ein bisschen kaputt in der Birne. Du bleibst hier stehen und heilst sie. Du greifst ihn mit an und du machst auch eben einmal magisches Geschoss. Und dann sollte der Schamane sich hier auch erledigt haben gleich. Ja, der Schamane hat sich erledigt. Wie kann ich und du gehst jetzt mal bitte zur Seite. Oh, dann lassen wir ihn mal die Käfer da attackieren, bis sein Wahn vorbei ist. Müssen wir ihn gleich mal eben ein paar neue vorsetzen. Habe ich hier auch noch Beschwörzauber? Nein. Hast du noch Beschwörzauber? Ja, Tiere beschwören. Setzen wir eben ein paar neues Kanonenfutter vor. Nicht zu viel, dass er kaputt geht, aber genug, damit er beschäftigt ist. Bis seine Wahn, oder was ist das da, Beherrschung? Beherrscht, ja, bis das vorbei ist. So, wo sind denn die
Da sind die Gegner hin. So, du hast schon aufgehört mit Untote vertreiben. Ich weiß gar nicht, wie lange wirken wir hier schon eigentlich. Wir gehen mal eben. Wir gehen ein Stück. Lass sie in Ruhe. Da unten geistern sie rum. Und hauen ab. So, einmal auf ihn rauf hier. Macht ihn tot. Der Wolf ist erledigt. Ist auch alles tot. So, ja genau, automatische Pause, weil der Wolf tot ist. So, wir sind aber weit genug weg, sodass er uns keinen Ärger macht. Er ignoriert uns jetzt. Und dann können wir jetzt hier eigentlich die Beherrschung abwarten. Wir schicken ihn mal in die Schatten und lassen ihn jetzt erkunden, was hier so ist. Oh, hier ist noch ein Turm. Ah, ich glaube, ja. Das sieht aus wie ein Narealfeind gesichtet. Ach, da oben. Da kommen sie jetzt wieder an. Okay, zurück. Ich sterbe, wenn du mir noch mehr Arbeit. Ja. So. Attacke. Nein, 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 nein. Weg von der Magierin. Weg von der Magierin. Weg von der Priesterin. Attacke, Attacke, Attacke. Ihr lasst sie in Ruhe. Verpiss dich von ihr. Verzieh dich. So sieht das doch aus. So will ich das haben. So. Zack, Stab. Verrecke. Du Viech. So. Erledigt. Jetzt gibt es hier erstmal eine Packung Heilung, aber Vollpackung. Jetzt müssen wir nur darauf warten, dass die Beherrschung da oben irgendwie mal flöten geht. So, da gibt es noch eine schöne Heilung für die Magierin. Und dann heißt es jetzt abwarten. Was willst du denn jetzt tun? Gut, gut. Und geht das jetzt im Sonne? Ne, irgendwie funktioniert. Da, im Schatten verstecken gelungen. Wir schauen hier nochmal eben nach. Ist hier noch was? Ne, also die grün befädelte Ecke, sag ich mal, haben wir erfolgreich erkundet. Da oben ist schon wieder, gut, da oben ist so eine kleine Ecke, aber da geht's zum können wir jetzt mal bitte, kann das hier bitte jetzt mal aufhören? Ich habe jetzt keine Lust, ihn umzubringen und dann wieder auferstehen zu lassen. Ich muss mich ausruhen. Er tritt mal heraus. Ich schätze, ich muss eine Weile die Zeit totschlagen. Rasten können wir ja auch nicht. Wisst ihr was? Ich mach mal einen Quick Save. Ja, könnt euch nicht ausruhen, wenn eure Gruppe. Ach, jetzt! Kick mal an. Jetzt ist er. Jetzt ist er nicht mehr. So, das heißt. Speichern und dann. Rusten und da haben wir wieder die Toten, das heißt, wir laden wieder. Das mache ich jetzt eben so lange, bis wir wieder fertig sind. Also, Quicksave ist unser bester Freund. Und wieder. Ich probiere das jetzt nochmal, wenn es dann wieder nicht funktioniert, dann gehe ich mal ein Stück zur Seite. Vielleicht können wir am Turm dann hier rasten. Und. Als die untoten Barbaren auf euer Lager zugewandt kommen. Sind das nur die zwei? Sind das nur die zwei? Nee, das sind mehr. Seht ihr, das ist wieder Pech wieder hier, ganz viel. Wir nehmen alle auf ein. Vielleicht kriegen wir die ja hin.
Ja, der eine ist tot. Drei Stück, das sollten wir eigentlich hinbekommen. Ja, komm. Das sind ja... Erfahrungspunkte. In Ordnung. Die wir mitnehmen können. Speichern und... Ja, ach, kommt keiner wieder. Nehmen wir nochmal mit. Und dann gehe ich gleich. Jetzt gehe ich mal Richtung Turm. Vielleicht können wir hier vom Turm rasten. Sicherer. Ist vielleicht besser. Hier stehen auf jeden Fall die Untoten immer wieder auf. Nochmal ein Quicksave. Ja, hier funktioniert's. Sehr schön. Gut.